Ja, liebe Leute, weiter geht's mit Need for Speed Unbound. Die Folge ist ein bisschen was länger jetzt, die letzte. Deswegen dachte ich mir, machen wir jetzt eine neue Folge und kümmern wir uns jetzt um die Nummer. Wir sind gerade mit unserem McLaren hier unterwegs, den ich mir jetzt aufbauen werde für die Stufe S plus. Wobei wir im zweiten Versuch ein Rennen gewonnen haben jetzt. Wir haben eine Möglichkeit, Varu hat uns gerade angerufen und gesagt, hier, ich brauche mal gerade ein bisschen Hilfe. Und zahlt uns dafür $35.000. Und das möchte ich gerne einfach mal annehmen und sagen, okay, hier, die Kohle nehme ich gerne. Brauche ich vor allen Dingen. Weil ich ja nach und nach gerne eigentlich jetzt mal irgendwann meine Garage auf Elite aufbauen will. Die Cops haben gar keine Chance, hinterher zu kommen. Den berühre ich, das ist scheiße. Ja, die Kurve war ein bisschen enger. Scheiße. Boah, ich bin auch schon gekommen. Alter, was geht ab mit euch? Habt ihr echt nichts Besseres zu tun gerade? Meinten die gesagt, eine kleine, also eine realistische Chance, mir gerade hinterher zu kommen. Oh, wir haben ein Safehouse, was hier. Warte mal, ich muss mal gerade gucken, wo der sich versteckt hat. Oh. Was ist los, heißt das Rennen. Brazen Racer zum Versteck. 4 Cops haben wir. Also 4 Sterne? Oder ja, oder. Wir müssen zu Rüdiger. Alles in Ordnung? Weiß nicht. Er vermutet, wer auch immer der Bürgermeisterin von den Treffen erzählt, hat vielleicht Harlow Safehouse verraten. Ernsthaft? Langsam wird's echt verrückt auf den Straßen, Kumpel. Kannst du laut sagen. Echt schlimm, wie man uns behandelt. Fuck. Zeigen wir ihnen, was wir drauf haben. Ja. Aber das geht nicht. Vor allen Dingen der Heli, der wird nicht mehr hinterherkommen. Ja. Echt schlimm, wie man uns behandelt. Und oh, Alter. Was ist deren Plan? Nochmal 4 Jahre Stevenson? Nur deshalb? Es muss eine Alternative geben. Das ist mit Holden Parker, der Dritte, bringt Lakeshore Freiheit durch Apfelkuchen. Der Typ? Der hat wahrscheinlich einen falschen. Warte mal, weit ist denn das überhaupt? Das ist gar nicht weit eigentlich. Gefühlt zumindest nicht. Bürgermeisterin geht diesmal zu weit. Klassische Ablenkungstaktik. Du verteufelst die Leute am Rande der Gesellschaft, damit man deine Korruption vergisst. Sorry. Ich höre zu viele Podcasts. Ich auch. 2000 bekommen und. Sie ist korrupt ohne Ende. Die Kopf's los. Mit welchem Recht macht sie ein Safehouse dicht? Sie ist verzweifelt. Schlägt wild um sich. Kaum zu glauben, dass uns ein Rennfahrer dermaßen ausliefert. Wenn Leute in die Ecke gedrängt werden, zeigen sie ihr wahres Ich. Ist meine Erfahrung. Ah, gibt Streit in der Szene, aber ein Bündnis mit der Bürgermeisterin? Nee, Mick. Wirkt bei den Menschen viel. Wo ich herkomme, wäre sowas nicht passiert. Wir kennen den Wert der Gemeinschaft. Vermisst du das? Ja und nein. Dort gab es keine Zukunft für mich. Aber das Fußballspielen vermisse ich. Um eine Zukunft? Warum? Für Leute. Danke. Geld erhalten, 35.000. Ich bin froh, dass du mich da rausgeholt hast. Kein Problem. Scheinbar haben wir sie von dem Ort abgelenkt. Ja, wäre schlimm, wenn ich da nicht mehr aufkreuzen könnte. Hey. Egal, was da draußen abgeht. Wir müssen aufeinander aufpassen. Ganz genau. Pass auf dich auf. Machen wir. Das war ihm jetzt. Hey. Yes? Hör zu. Die Polizei will das Grant unbedingt verhindern. Die sind schon unterwegs. Es wird nicht leicht, ihnen auszuweichen. Ja, das merke ich auch schon. Moment. Warum erzählst du mir das? Vielleicht will ich, dass du im Finale und nicht im Knast bist. Bis dann. Was ist mit Alec? Yes? Verdammt. Jo. Warum ruft uns gerade Jess an und sagt dann, warnt uns? Sie steht mit unserem Auto hier. Mit Conny!
machst du hier? Wo ist Rydell? Nicht da. Tess hatte recht in Bezug auf Alec. Er will, dass ich das Rennen verliere. Es ist wahr. Was hast du gesagt? Dass ich das nicht mache. Tja, aber es ist ihm egal. Ich dachte, er würde hier aufkreuzen und das wollte ich Rydell ersparen. Gut, danke dafür. Alec war ich scheißegal. War nur Mittel zum Zweck. Das Gefühl kenne ich. Hey, hör mal, ich hab da bei der Sache vor 2 Jahren nicht mitgemacht, okay? Ich hab vor Alec mit der Arbeit angegeben. Und ja. Wieso bist du dann mit unserem Auto abgehauen? Du hattest 2 Jahre, um das gerade zu biegen. Was? Und dann wäre alles wieder gut gewesen? Du hast Rydell doch gehört. Er hat mich aufgenommen, als es keiner sonst hat. Egal. Ich stand noch nie auf zweite Chancen und erwarte auch keine. Und was jetzt? Du kennst Alex Plan. Was unternimmst du dagegen? Ich werde ihm richtig wehtun. Seinen Besitz befreien. Hast du Interesse? Gut möglich. Ich ruf dich an. Ich krall mir trotzdem noch das Auto. Alles klar. Ich traue dir nicht. Irgendwie traue ich der Alten nicht. Hey, Kiddo. Holen wir sie uns zurück. Werden wir. Ich traue momentan echt niemandem. Selbst Rydell irgendwo nicht. Dafür bin ich jetzt 2-mal so oft enttäuscht worden. Na gut, weil der hat bisher aber mal zu uns gehalten. Aber wie gesagt, das hat Tess auch. Und wir nehmen gerade mit 64.600 am Mal und gehen in die Nacht des ersten Tages. So, ich mache trotzdem mal einen kleinen Break. Oder auch nicht. Wir möchten unsere Hörer daran erinnern, dass die Bürgermeisterin alle Bürger auffordert, solange es nicht absolut notwendig ist, heute Abend das Haus nicht zu verlassen, um die Polizei bei der Bekämpfung illegaler Straßenrennen zu unterstützen. Passt auf euch auf und hört weiter KRS FM. Im Anschluss die goldenen Hits aus dem Jahr 2003.